Ja, hallo und herzlich willkommen. Und zwar heute sind wir hier zusammen. Wir haben einmal hier den lieben, Moment, die Seite, Jan dabei. Darum, hi, servus. Genau, servus. Und der Jonas ist mit dabei. Und ja, heute haben wir eine kleine Überraschung für euch. Denn es gibt eine kleine Ankündigung. Und zwar, wir sind nämlich alle drei live mit vor Ort. Und zwar bei der Born to Brick in Rüsselsheim 2021. Wo, wie, was und was da zu beachten ist, das sagen wir euch jetzt hier in diesem Video. Und zwar, es geht los am 3. Juli, ja auch am 4. Juli, das heißt am Samstag und am Sonntag. 4. Juli kann man sich vielleicht gut merken, ist nämlich Independence Day. Ja, stimmt. Und zwar jeweils von 10 bis 18 Uhr im Stadttheater in Rüsselsheim. Wenn ich weiß, wo Rüsselsheim liegt, ist ungefähr in der Nähe von Frankfurt. Opel. Opel, stimmt, ja. Ja. Opel, genau. So. Ja, wir müssen leider ein bisschen Eintritt nehmen. Liegt leider nicht an uns, das liegt an dem Theater in Rüsselsheim. Und zwar hat das was damit zu tun, dass Zeitslots vergeben werden müssen. Und das ist der Aufwand, den der Theater, dass das Theater dafür hat. Und zwar, ja, deswegen bitte auch, wenn möglich, Karten vorab reservieren. Es gibt nämlich Zeitslots. Wir sind aber alle froh, dass wir endlich mal wieder eine Präsenzausstellung haben, dass wir sowas veranstalten können. Denke ich mal, geht euch genauso? Auf jeden Fall. Also ich sage auch, die 4 Euro Eintritt, das ist ja, ich denke, das sollte gerechtfertigt sein und tut auch keinem weh, sage ich einfach mal. Und genau, also wie Robert gesagt hat, bitte Timeslots buchen und unten in der Videobeschreibung ist auch der Link, den ihr braucht dazu. Einfach geltende Corona-Maßnahmen, ihr wisst es ja. Vorher bitte buchen. Im Notfall hast du gesagt, Robert, kriegt man auch dort eine Karte, eine Eintrittskarte? Ja, also wenn die Timeslots nicht alle vergeben sind, kann man auch direkt vor Ort an der Kasse welche holen. Also man vielleicht ist besser reservieren, weil dann hat man schon einen festen Timeslot. Ansonsten muss man eventuell warten, bis dann wieder ein freier Timeslot da ist. Aber wenn ihr anreist, was mir noch einfallen würde, ist, also so ein Timeslot, der geht 2 Stunden lang. Also ihr habt dann auch genug Zeit, wirklich eben euch die Lego-Modelle da anzugucken, die es dort gibt. Und genau, also es wird auch ein bisschen was, ihr habt auch genug Zeit für euer Geld. Absolut. Auf jeden Fall. Und dann haben wir das, das Kleingedruckte, was aber jetzt groß gedruckt wird. Ihr wisst es, wir haben noch Corona-Zeit, wenn man das so sagen darf. Wir haben Stand heute, also heute ist der 21.06., wo wir dieses Video drehen. Stand heute ist Einlass ins Theater, also auf die Ausstellung gibt es nur geimpft, genesen oder mit einem tagesaktuellen Nachweis, Negativ-Nachweis. Und es gelten natürlich die aktuellen Hygienebestimmungen vom Land Hessen, beziehungsweise vom Bund. Und ich sage jetzt dazu, Stand heute, Stand 21.06., wer weiß, ob sich es vielleicht ändert, zum Negativen, zum Positiven, wissen wir nicht. Das ist der heutige Stand und Eintritt auch nur mit Maske, also nur mit FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske. Ich sage jetzt mal FFP1, ihr wisst, was ich meine. Und ja, Sicherheit geht vor. Und die Timeslots sind auch personenbegrenzt. Ich glaube 100 Personen, Robert. Genau, 100. Genau, und natürlich Abstand halten, auch auf der Ausstellung, ihr wisst ja, ne? Also kein Gruppenkuscheln, darauf müsst ihr noch ein bisschen verzichten. Es ist ja alles in einem Raum drin und von daher, ihr habt genug Zeit, ihr habt auch genug Platz und haltet euch bitte daran und so bleibt jeder gesund, hoffentlich. Apropos Platz, es gibt auch genügend Parkplätze vor Ort, muss man auch mal sagen, zum Theater. Also Parkplätze sind reichlich vorhanden und auch noch zum Thema Platz, denn die ganze Ausstellung geht sogar über 3 Etagen hinweg. Also man hat wirklich Platz, sich da auch so ein bisschen auszubreiten und wirklich, es sind tolle Modelle, die da ausgestellt sind. Ich zum Beispiel habe ein bisschen was von Harry Potter mit dabei, aber auch andere Sachen noch dabei, mehr will ich jetzt noch nicht verraten. Jan, du hast auch tolle Sachen, das weiß ich auch. Ja, also bei mir wird es leuchten, wer mich kennt, der weiß, was es heißt. Mhm. Und wir haben genug Zeug dabei und wir freuen uns auch auf euch, auf Gespräche wieder, auch vor Ort sein. Wie gesagt, Gruppenkuscheln fällt aus, aber das gab es ja vorher, glaube ich, auch nicht so oft. Mhm. Ja, genau. Also es wird sich lohnen, denke ich. Ja, auch die Zukunft. Ich werde ein bisschen THW dabei sein, ein bisschen was so aus Kinderserien, also Augsburg Puppenkiste. Und auch ein bisschen Kunst. Also es ist ein sehr buntes Programm, was dort geben wird. Lohnt sich. Ich habe die Modelle schon gesehen von beiden. Und auf jeden Fall, seid froh, es ist wieder eine Ausstellung, eine Vor-Ort-Ausstellung. Und wer nicht so weit zu fahren hat oder für wen es sich auch lohnt, weiterzufahren, gerne vorbeikommen. Gerne dann, wie gesagt, einen Timeslot buchen. Ansonsten
läuft ihr Gefahr, dass ihr warten müsst. Und der Robert blendet auch gerade den Flyer ein. Den verlinke ich auch unten über einen Link. Ich denke, das ist ja, ne? Und der Link sagt ja dann auch alles. Und nochmal unten in der Videobeschreibung, ganz wichtig, der Link zum Kartenvorverkauf, bevor ihr da irgendwie leer ausgeht oder ewig warten müsst. Und ja. So. Ich hoffe, wir sehen euch da, ne? Wir hoffen, genau, wir hoffen, dass wir euch da sehen. Und Adresse und so entnehmt ihr auch dann einfach dem Link und dem, beziehungsweise ich schreibe es unten rein. Machen wir es so rum. Hm? Einfach mal. Gut, habt ihr noch was? Nö, eigentlich nicht. Sind wir fertig? Ja. Kurzes Ankündigungsvideo, genau. Dann würde ich sagen, bis dahin, bis zur Messe, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns ja. Auf jeden Fall. Genau. Ciao, ciao. Bis dann. Servus. Ciao.